Ja, herzlich willkommen zum Disc Golf Sporttraining 2024. Was ist dieses Jahr anders? Dieses Jahr sind meine Videos fast immer in 4K. Na genau. Ja, ich mache das unterschiedlich zwischen 2K und 4K. Es kommt immer darauf an, wie das Wetter ist, wie die Lage ist, ja, wie ich ein gutes Bild hinbekomme. Ja. Das Training im Thema Disc Golf Sport ist auf einem Basketballkorb, der dort hinten steht, 2,45 Meter hoch und hat einen Durchmesser. Der Korbdurchmesser ist bei 45 Zentimeter. Standard in ganz Deutschland. So erlernt man, den Disc Golf Sport auf weite Strecken zu werfen. Und natürlich, wenn ein Disc Golf Turnier ist innerhalb von Deutschland, dann ist der Disc Golf Korb nämlich auch hoch. Ja, so kann man auch das Gefühl herausbekommen. Ja, genauso ist es, kann man auch das Putten erlernen, wenn man sich da vorne hinstellt und mal so das Putten ein bisschen erlernen möchte. Ja, hier befinde ich mich ja zwischen 70, 75 Meter in den Dreh. Ja, und dann versuche ich herauszufinden, welche Discgolfscheibe ist geeignet für diese Meterzahl. Dann gehe ich auf den Bolzplatz, nehme zum Beispiel meinen neuen Discgolfkorb mit, dann kann ich auch schon wieder andere Meterzahlen erlernen. Oder im Park zum Beispiel. Ne? Genau, man muss ja heutzutage ein bisschen Kreativität zeigen. Ne? Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Genau, und das Ziel ist da hinten der Basketballkorb. Ich habe heute verschiedene Disc Golf Scheiben mit. Na genau, ich bestehe nicht auf eine Firma, die immer nur Standard ist. Ja, wo ich dann sage, kauft euch diese Firma. Nein, ich werfe hier mit jeder Firma. Na genau, die Disc Golf Scheiben, die ich bekommen kann, damit werfe ich. Ja. Ja, heute, weil es ein bisschen windig ist, ja, habe ich auch drei Was damit mitgenommen, ne? Genau. Die natürlich stabil in der Luft liegen. Ja. So kann ich das jetzt ja besser herausfinden, welcher dafür geeignet ist. Einfach halten, ja, Bauchnabel und dann einfach nur ziehen. Durch diese Wucht, die ich dann nach vorne mache, ja, fliegt die Discoscheibe hier oben lang. Na, genau, einfach mal ausprobieren. Ne? Ja, leicht und locker. Immer daran denken, ich nehme hier keinen Anlauf. Ja, wenn ich jetzt hier Anlauf nehmen würde bei 75 Metern, dann wäre das natürlich ganz anders und dann kann es passieren, dass die Discoscheibe aus der Hand fliegt. Ja. Deswegen einfach halten, ja, einfach ganz locker halten und ziehen. Ja, und dann nimmt man einfach die nächste. Ja, und so mache ich das. Immer so ein paar ausprobieren und die nächste ziehen. Ja, man merkt, dass der Wind, ne, von vorne ein bisschen unter die Discgolfscheibe drückt. Ja, der Vorteil ist, dann kann man auch, wenn von vorne Wind kommt, ein bisschen die Discgolfscheibe schräg nach unten halten. Ja, dann fliegt die zwar tiefer, wie man hier sieht, aber, jetzt kommt das Wort aber, wenn der Wind nämlich von unten nämlich drückt, ja, dann hat die nämlich die, ja, optimale Fluglinie. Ne? No. Ja. Und so mache ich das. Einfach die nächste. Ja. Und dann immer stehen, probieren. Welche fliegt? Die eine fliegt mehr nach links. Die nächste fliegt so. Die übernächste fliegt so. Und so merke ich mir das. Dann gucke ich mir zu Hause das Video noch einmal an und weiß, alles klar. Kommt der Wind von vorne? Ja, dann nehme ich die Discgolfscheibe. Ja, dann habe ich auch eine hohe Trefferquote. Ja. Einfach halten und ziehen.
Das ist das. Und jetzt nehme ich die nächste. In Gelb, hier, Dismania. S-Line, CD. Einfach probieren. Stehen und ziehen. Ganz einfache Kiste. Aber, jetzt kommen wir zu dem Wort aber. Jede Disc Golf Firma, also die natürlich so eine Scheibe herstellt, ja, ist unterschiedlich. Ja, das ist hier Discraft zum Beispiel. Ja, die fliegt schon wieder ganz anders. Da muss man wieder sich ganz anders hinstellen. Und alles, was ich mit rechts mache, können auch die Leute mit links machen. Ne? Genau. Ja, falls sie die linke Hand nehmen. Ja, Discraft fliegt schon mal ganz anders. Hält sich so mehr auf die rechte Seite. Ja, und das ist Star Little Boss. Damit komme ich am weitesten. Na, gemessen wurden da 145 Meter. Ja, und die halte ich mit zwei Fingern. Nicht mit der ganzen Hand, weil die ist ganz leicht. Einfach halten. Die ist so, super leicht. Und jetzt kommt die rüber. Sogar zu weit. Und das ist das. Hier kann ich erlernen, auf verschiedenen Reichweiten zu werfen. Deswegen mache ich diese Videos. Und ich kann erlernen, welche Discgolfscheibe ist für mich geeignet. Ja. Jetzt Jesper Landmark Pur, Putter, ne? Das ist ein Putter, den ich immer nehme hinterm Haus. Mal gucken. Ja, ein Putter fliegt schon optimal gerade. Der macht nicht so einen großen Bogen oder einen leichten Bogen. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Ja, wie die hier. Da muss ich wieder anders stehen. Die fliegt schon wieder etwas mehr gerade. So ähnlich wie Discraft, so ähnlich. Und jetzt kommt's. Habe ich hier Anlauf genommen? Nein, grundsätzlich nicht. Ist egal, auch wenn ich eine Reichweite habe von 100 Meter, die ich erreichen muss. Umso mehr ich ziehe, also umso stärker der Zug ist, umso weiter komme ich. Ja, das ist ganz einfach. Ein Schritt nach vorne. Ja, mehr ist das nicht. Ja, und so ziehe ich dann die Discgolfscheibe. Umso stärker der Zug, umso weiter komme ich im Stand, ohne Anlauf. Bei einer ultimativen Frisbee, die ist ja größer, der Durchmesser ist hier 27,5 cm und deswegen ist die Drehgeschwindigkeit der ultimativen Frisbee in der Luft langsamer. Ne, genau. Ja, aber sie wiegt genauso viel wie eine Discgolfscheibe. 175 Gramm. Deswegen bin ich jetzt ja, so 15 Meter weiter nach vorne gegangen. Ja. Und bei einer Frisbee kommt es immer darauf an, welche Marke man kauft. Denn die fliegen auch unterschiedlich. Wenn man die natürlich so dem Partner hinwirft, fliegt eine Frisbee immer gleich. Ja, aber wenn man die so hält, wie beim Discgolfsport, so wie ich, mit einem Schritt nach vorne, dann kann es sein, dass sie mehr nach rechts gibt oder mehr nach links gibt. Ja, sie verhält sich im Flug nicht gerade. Ja, das ist das. So, jetzt bei dieser roten von Firma Tribord muss ich ein bisschen rüber nach links ziehen, weil die hat einen leichten Rechtsflug. Die driftet nach rechts ab. Fliegt mehr rechts. Das ist das, was ich erlerne. Ich bestelle nicht einfach eine Frisbee,
ja, und sage, komm her, ich bin jetzt hier der Profi. Ich muss ja auch die Frisbees kennenlernen. Deswegen mache ich meine Videos und weiß, beim nächsten Mal, die fliegt mehr nach rechts. Ja. Der Unterschied zwischen der roten und der grünen ist, die grüne fliegt von rechts nach links, wie eine Discgolfscheibe. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit dem Zeigearm, ja, mich nach links orientieren. Ich muss jetzt ein bisschen mehr nach rechts orientieren. Somit erschaffe ich denn einen anderen Flugbogen. Ja. Die Euro-Frisbee, die habe ich ja schon ziemlich lange. Ja, damals habe ich sie gekauft für 13 Euro. Und ja, hätte mich eigentlich mehr, ja, versprochen davon. Plastik ganz gut, fliegen tut sie auch ganz gut. Aber kommt der Wind von vorne, wie jetzt, so leicht, dann ist sie ja schlecht einzuschätzen. Es kann sein, dass die jetzt nach rechts fliegt oder es kann sein, dass die jetzt voll nach links fliegt. Ja, aber trotzdem, probieren geht über studieren. Halten wie eine Discoscheibe, genau gleich. Ja, und genau der gleiche Wurf, mehr ist das nicht. Ja, jetzt fliegt sie zum Beispiel rechts. Beim nächsten Durchgang fliegt sie mehr links vielleicht. Genau. Ja, das hier ist die teuerste Frisbee, die ich habe. Ja, Einkaufspreis von mir waren 80 Dollar. Ja, das ist Tosi LED, das ist die, die natürlich nachts leuchtet. Ja, die fliegt genauso wie eine Discoscheibe. Das heißt, ich kann jetzt mit meinem Wurfarm mehr rechts rüber, da wo der Baum ist, neben den Basketballkorb, ziehe ich auf den Baum, dann fliegt die so rein. Das geht. Ja, weil ich dann weiß, alles klar, Sascha hat die schon ausprobiert. Vorteil hier, ich kann die sogar im Dunkeln nutzen, LED. Na, genau, leuchtet im Dunkeln. Muss man aufladen, das Aufladen, ja, mit einer Powerbank geht ganz schnell. Ja, und dauert nicht lange, 10, 20 Minuten. Aber dann hat man wieder 60 Minuten Spaß zum Spielen. Ja, aber wiegt genauso viel wie jede andere ultimative Frisbee auch. Halten, ausrichten, jetzt nicht links, mehr nach rechts. Und einfach werfen. Dann zieht sie rüber, von rechts nach links dann später. Ja, hier jetzt, zack. Wenn die Drehkraft aufhört bei einer Frisbee, dann weiß man Bescheid. Dreht die jetzt mehr nach rechts oder mehr nach links. Also, nicht nur einfach Frisbee kaufen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen für einen Strand. Ja, mal ein bisschen so Nachbar. Ja, aber für lange Strecken, da muss man schon sich diese Frisbee-Videos anschauen. Ja, damit man dann auch weiß, ich kaufe die oder ich kaufe die. Ja, und auf kurze Strecke, da kann man jetzt nehmen einen Disc Golf Putter. Denn wir haben ja gesehen, dass ein Disc Golf Putter ja gut geradeaus fliegen kann. Ja, aber umso näher ich dran bin, umso weniger Zug muss ich nehmen. Ja, jetzt hier nur ganz locker mal, ne? Locker aus der Hand. So ist das. So. Jetzt befinde ich mich im sogenannten Nahbereich, ja? Genau, ich muss mich jetzt mal zum Beispiel vorbereiten für ein Turnier. Da ist der Disc Golf Korb ja immer hoch. Ja, und wenn ich das nicht erlerne, ja, das Gefühl rauszubekommen, ein Ziel in einer Höhe zu treffen, dann kann ich auch das Turnier, ja, diese Bahn zumindest, wo der Disc Golf Korb hoch ist, vergessen. Ja, und deswegen stelle ich mich immer hier hin, vom Basketballkorb 7-8 Meter entfernt und versuche, die da oben einzulochen. Jetzt nehme ich hier Spike Putter
Oh, drüber weg. Jetzt weiß ich bin zu hoch. Jetzt muss ich weiter runter. Merci, Pater. Jetzt bei Landmark pur. Avira, Pater. Discraft Soft Challenger. Und Dismania S-Line P3X. Als allererstes, der erste Wurf ging zu hoch. Das heißt, ich muss meinen Arm nehmen und etwas nach unten halten. Dann ist es auch möglich, in einem Basketballkorb zu treffen. So ist es auch möglich zu erlernen für ein Disc Golf Sportturnier, wo der Disc Golf Korb hoch ist. Hört sich zwar doof an, aber es ist ja alles eine Trainingsmethode. Und das müssen die Leute, die Zuschauer da draußen, lernen. Ne? Ganz einfach. Natürlich ist das ein Rekord, wenn ich von da hinten ja die Disc Golf Scheibe da reinballere. Richtig. Aber somit habe ich auch gleichzeitig ja herausgefunden, welche Disc Golf Scheibe fliegt von dieser und dieser Entfernung in einen Basketballkorb, die ich dann nehmen kann für den Disc Golf Sport auf dem Disc Golf Platz oder auf dem Turnier, wenn der Disc Golf Korb oben ist. Ganz einfache Geschichte ist das hier. Jetzt bin ich näher dran, jetzt ist auch der Wind anders. Jetzt kriege ich den Wind auch zu spüren hier, was ich da hinten nicht hatte. Ja. So, dann einfach halten und werfen. Und dann treffen. Ja, jetzt kommen wir hierzu. Was ist hier interessant? Jeder Frisbee-Sportler weiß, ja, wenn die von einem Berg werfen, müssen sie natürlich auch eine Discgolfscheibe haben oder eine Frisbee haben, die natürlich im Flug stabil ist. Hier ist für mich immer interessant, von vorne kommt der Wind. Ich muss also gegen den Wind werfen. Ich muss die Discgolfscheibe von Anfang an gleich nach unten halten, damit sie im Tiefflug fliegt, weil der Wind treibt die ja nach oben, haben wir ja gelernt. Ja, genau. Hier ist der Vorteil, eine Discgolfscheibe fliegt ja, wenn man die rechts rauswirft, links rüber. Ne, sie kippt ja. Ja. Und hier kann ich herausfinden, den perfekten Bogen. Ja. Also ich befinde mich jetzt auf dem Berg, irgendwo in den Alpen und habe jetzt diese Möglichkeit, da hinten ein Hole im Wand zu treffen. Ja, das heißt, Discgolfscheibe ankippen. Ankippen, rechts raus und vorne ein bisschen runter. Tiefflug. Hier finde ich den optimalen Flugbogen. Ja, welche ist gut geeignet? Welche ist gut geeignet im Bergab? Und welche ist denn gut geeignet bergab und die Kurve? Na, genau. Für mich macht das immer Spaß, das herauszufinden. Ha, fast getroffen. Und nächste. Kann ich einen Putter nehmen? Kann ich einen Mercy Putter nehmen? Was? Ha ha ha.